Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir gehen dieser Aufgabe, dieser verrückten Aufgabe gehen wir nach, als ob es ja auch nicht verrückte Aufgaben geben würde. Aber diese ist ganz besonders verrückt. Wir sollen diesen Roboterkapitänen helfen, irgendetwas aus dem 35 Meter entfernten Plünderer Lager zu besorgen, nämlich irgendeinen Chip. 38er Schätze, Patronen. Das nicht mehr brauchen. Nehmen wir mit. Und hier nehmen wir uns die Schrotpatrone und die 45er Patrone mit. Und gehen weiter. Mal gespannt, wie weit das weg ist. Ach, da steht's ja. 18 oder 19. Da sind auch welche. Die sind allerdings grün. Was sind denn das für welche? Mandy Styles und Davies. Wenn die grün sind, reden wir doch erstmal freundlich mit ihnen, oder? Was meint ihr? Oh, da hinten leuchtet es auch grün. Hallo, Mandy. Nicht schießen. Du siehst Diese aber gut aus. Sie haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den Scheißrobotern her. Ich sehe schon, du bist richtig glücklich. Also... Gehören nicht zu dir. Egal. Fast draufgegangen. Ihr verzeihen. Erstmal gehören nicht zu dir. Sie waren Plünderer. Aber keine von euch. Mandy. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den Scheißrobotern her. Gehören nicht zu dir, egal. Fast draufgegangen. Ihr verzeihen. Wir verzeihen ihr natürlich. Klingt so, als wäre ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Kann passieren. Ach, danke. Viele dieser Arschlöcher waren schon kurz vorm Durchdrehen. Deine Ankunft hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wie bist du überhaupt an Bord gekommen? Wir dachten, die würden dich durchsieben. Ist das denn wichtig? Ironsides Mission? Nicht antworten, US-Bürger. Boah. Boah, sind das schwierige Antworten jetzt. Was antworten wir? Wir lächeln wenigstens. Okay. Ich stehe hier nicht, weil es so gesund ist. Ja, du bist nett, das sieht man gleich. Ist das denn wichtig, fragen wir. Spielt es wirklich eine Rolle, wie ich an Bord gekommen bin? Gut, dann sag's mir nicht. Aber du hast es von innen gesehen, oder? Die Beute. Die fette Ladung. Die nur darauf wartet, geborgen und verkauft zu werden. Den Schatz! Den Schatz! Ich habe keinen Ring gesehen, okay? Berge gut, wertvoll... Wenn du das sagst, alles nur wegen der Gier, ein Vermögen wert. Was sagen wir denn? Berge gut wertvoll? Echt? Ist der Kram da drin denn wirklich so wertvoll? Nun ja, wir könnten Diamond City mit diesem Zeug monatelang versorgen. Wir müssten nie wieder in der Gosse betteln. Du hast also mit der Blechdose gesprochen. Was hat er gesagt? Die Dame nervt mich, also ich mag die nicht. Was glaubst du? Frage ausweichen, vage bleiben, Lenkchip. Ah, Lenkchip. Ironside sagt, du hättest einen Lenkchip gestohlen. Er will ihn zurück. Sein Lenkchip, richtig. Weißt du, wofür er ihn braucht? Zum Für Lenken. Seine Raketen. Die riesigen, gottverdammten Raketen an der Seite des Schiffs. Er ist verrückt geworden. Na, das glaube ich aber nicht. Raketen? Na und? Hat er mir nicht gesagt. Hat einen Grund. Raketen würde ich erstmal wissen. Raketen? Warum baut er Raketen? Das weiß keiner. Vielleicht für eine Bombe. Vielleicht, um sich auf den Mond zu schießen. Ja. Wen interessiert's? Er ist unbezahlbar. Darauf kommt es an. Scheiß auf diesen Roboter und arbeite für uns. Hier gibt's noch Dutzende von uns. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Oberhand haben. Ich teile meinen Anteil nicht mit dir. Willst du uns hinhalten, Davis? Kennst du einen magischen Weg dort rein?
Die Lady hat ein Ticket an Bord, also halt's Maul. Hilf uns, diese dumme Blechdose endlich zu zerstören. Nein, 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 nun wirklich nicht. Ihr seid alles andere als sympathisch. Meine Belohnung? Muss nachdenken, Ironsides helfen, Plünderern helfen. Nee, das geht ja nicht. Dann greifen sie mich an. Ich stehe nicht, weil es so gesund ist. Sie nervt, aber der Punkt ist doch, die kommen doch selbst untereinander noch nicht mal klar, wie man gerade gesehen hat. Was denken die denn, dass wir Dutzende von Leuten hier unter die Minutemen-Haube kriegen? Also das geht ja gar nicht. Plünderern helfen? Nein. Ironsides helfen? Naja, muss ich nicht unbedingt auf die Nase binden. Muss nachdenken. Oder meine Belohnung. Weil es so gesund ist. Ach, meine Belohnung? Ja, meine Belohnung erstmal fragen. Was springt für mich raus? Was will dir die Blechdose denn bezahlen? Ein paar bescheuerte Dublonen? Schließ dich uns an und du schwimmst den Kronkorken. Also, bist du dabei oder nicht? Ich mag die nicht. Muss nachdenken. Nein, Ironsides helfen und damit wird das Feuergefecht losgehen, denke ich mal. Plünderern will ich auch nicht helfen, unbedingt, obwohl wir ja auch welche haben. Nein, ich halte zu Ironsides. Gut, ich vertraue diesem Plünderern nicht. Leck mich, Arschloch! Du hast Glück, dass wir dich nicht erschießen. Oder umgekehrt. Zahltag sollte besser bald kommen. Ja, wir nehmen jetzt erstmal. Wenn du hier Arbeit suchst, bist du zu spät dran. Aha. Wir müssen ihn klauen. Was hast denn du da? Adam Ant! Adam Ant the Ants. Wo ist denn bitte schön dein weißer Streifen auf der Nase? Der ist schwarz geworden. Preston, wir müssen jetzt stehlen. Schon geschehen. NX-42 Lenkship. Wir hätten den bestimmt auch geschenkt bekommen. Egal, den nehmen wir jetzt. Die Befehle, was die da angeht, sind eindeutig. Ist nichts Persönliches. Hat noch wer da... Bus! Das war sowas von klar. Oh Mann. So ein Shit. Och, wir sind erst hier. Sollen wir erst die Plünderer ausschalten und dahin? Wir haben zwei Punkte unten. Dann gehen wir zu den anderen erstmal. Und gucken, was die so sagen. Vielleicht schenken die uns ja den Chip. Dann brauchen wir nicht mehr zu denen da. Mit dieser hässlichen, unfreundlichen Hexe. Hier waren wir doch schon mal. Das ist aber nicht der richtige Punkt. Irgendwie müssen wir hier hinter. Und dann von der Seite hier durch. Und ach so, der zweite Punkt wäre... Ich verstehe schon, der Chip gewesen. Können wir den nicht gleich klauen? Müssen wir jetzt nochmal mit ihr sprechen? Wir können ja so tun, als würden wir auf ihr Angebot eingehen. Und dann nehmen wir den Chip und gehen doch nicht drauf ein. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den Scheißrobotern her. Da kommt jemand. Was ist da los? Moment mal. Kessler! Bleib stehen. Du da! Karawane oder Raider? Was? Was? Ich sagte Karawane oder Raider. Zu wem gehörst du? Karawane? Nee, nochmal fragen. Karawane, Raider, nur ich. Nur ich? Nur ich. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Hä? Wie jetzt? Was, wo rein? Was meinst du? Wo rein, Kessler? Entschuldigung. Der Markt ist das weiße Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Das ist gut. Der Markt, weiße Säulen.
Das da? Nein, das ist höchstens eine weiße Säule. Preston, du wirst doch... Naja, okay, ich mache jetzt nichts mehr. Das ist ein sehr passender Moment, um ein Sonnenbad zu nehmen, Preston. Aber ich verstehe. Versuchen wir es mal anders. Mandy. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den Scheißrobotern her. Okay, gehören nicht zu dir. Egal, fast draufgegangen oder ihr verzeihen. Okay, wir verzeihen sofort. Klingt so, als wäre ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Kann passieren. Ach, danke. Viele dieser Arschlöcher waren schon kurz vorm Durchdrehen. Deine Ankunft hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wie bist du überhaupt an Bord gekommen? Wir dachten, die würden dich durchsieben. Ist das denn wichtig? Ironsides Mission. Nicht antworten, US-Bürger. Ironsides Mission, fertig. Kommen wir zur Sache. Der Roboter will seinen Lenkchip zurück. Weißt du, wofür er ihn braucht? Für seine Raketen. Die riesigen, gottverdammten Raketen an der Seite des Schiffs. Er ist verrückt geworden. Raketen? Na und? Hat er mir nicht gesagt. Hat einen Grund. Hat einen Grund, sagen wir. Es gibt sicher einen guten Grund, warum er sie braucht. Willst du diesem Blechkameraden wirklich helfen? Scheiß auf diesen Roboter und bleib bei uns! Wir holen uns alles auf diesem Schiff und machen ein Vermögen. Wir haben viele Freunde in der Gegend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es schaffen. Ich teile meinen Anteil nicht mit dir. Willst du uns hinhalten, Davis? Kennst du einen magischen Weg dort rein? Die Lady hat ein Ticket an Bord, also halt's Maul. Hilf uns, diese dumme Blechdose endlich zu zerstören. Mir gefällt deine Ausdrucksweise nicht, junge Lady. Meine Belohnung? Muss nachdenken. Ironsides helfen. Plünderern helfen. Muss nachdenken. Muss nachdenken. Meine Belohnung, na, das hatten wir, glaube ich, schon. Muss nachdenken. Ich muss darüber nachdenken. Ich denke, wir sollten zum Roboter halten. Diese Menschen sind kaum besser als Raider. Überleg nicht zu lang. Sonst knacken wir die Constitution allein. Und du gehst leer aus. Es wäre besser für uns alle, wenn du einfach verschwinden würdest. Ich glaube, wir reden nochmal mit dir. Mandy. Hilfst du uns jetzt oder nicht? Nein. Meine Belohnung, Ironsides helfen, ja. Nein, ich halte zu Ironsides. Gut, ich vertraue diesem Plünderer nicht. Leck mich, Arschloch. Du hast Glück, dass wir dich nicht erschießen. Es wäre besser für uns alle, wenn du einfach verschwinden würdest. Preston ist drin, sehr gut, und ich verstecke mich hier hinter. Dann wollen wir mal sehen, wer zuletzt lacht. Oh, Preston. Was hast du da? Ein Stock. Sie wollte mich erschießen, was? Blöde. So geht das. Nicht mal irgendwer ist rot geworden, also ich speichere mal schnell. Er auch. Hat noch Spaß. Du Schwanzlutscher. Das kann er noch sagen, mit einer Kugel im Kopf. Stark. Okay, wir nehmen ihn die 308er Patrone. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Und den Mechanikeranzug. Und bei ihr nehmen wir die 308er Patrone, die 45er Patrone. Plünderer-Outfit. Na, Flanellhemd und Jeans nehmen wir mal mit. Denn zum einen ist sie jetzt nackt und zum anderen wollten wir unsere Bauern noch irgendwie kennzeichnen und die kriegen alle die gleichen Anziehsachen. So, jetzt müssen wir den letzten da ums Eck noch erledigen. Ich denke, das wird ähnlich gut funktionieren. Vielleicht nehmen wir lieber diese hier dafür. Oh, 8 Schuss nur. 24 immerhin. Ups, wir schleichen uns rein und erschießen. Was war das? Sehr gut. Mann, das läuft ja wirklich gut. Kronkorken, 45er Patrone, 38er Patrone und ein Stimpack nehmen wir mit. Ja, und das Flanellhemd für unsere Bauern, Siedler.
Gut. Wir können noch... Nein, wir können nichts mehr tragen, oder? Ja, ach, wir können noch eine ganze Menge tragen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann nehmen wir... Oh, das müssten wir stehlen. Oh, wir müssen alle stehlen. Naja gut, eine Straftat wird uns doch wohl nicht nachgetragen werden. Den NX-42 Lenkship nehmen wir mit in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke, tschüss.